Komm schon, kleines Spielzeug. Fang mich, wenn du kannst. Oh, ja, ja, so was. Das finde ich geil. So will ich das haben. Ich stehe total drauf. Direkt mal penetriert werden hier. Oh, okay, die sind recht schwach, die Skelette. Noch nicht. Ah, jetzt haben wir einen Skelettzauberer hier oben am Arsch. Der mich gerade weggebeamt oder sah das nur so aus? Noch nicht. So. Warum zum Glück haben die Leute immer solche magischen Verstecke? Ah. Don't you trick me. You kidding me? Wie ging das nochmal? Es gab einen Trick. Ich meine, es muss ja einen Trick geben. Jetzt gucken wir mal ins Inventar, ob wir da irgendwas haben, womit wir sie zufällig aufhalten können. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Hier ist keine Formwandlung möglich. Hier kann ich möglich. Mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es ging. Aha. Könnte ich dir nämlich, wenn sie mir auf den Sack geht, mich einfach vor. Ah, guck mal. So, wie war das jetzt, Ursula? Das ist doch so eine alte, ne? Ist auch, du bist cool. Aha. Ich kann nicht. Mein Mana wird knapp. Wie man sich einfach einmal teleportieren muss, damit sie einen wieder angreift. Ich kann nicht. Kann mal so gar nichts, die Alte. Kidding me? Wir porten uns halt wieder hoch zu der. Guck mal, wie dir das gefällt. LOL. Ich verstehe den Sinn des Teleportens zwar nicht ganz, aber gut. Ha 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 ha.
Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. It's called Loot, Motherfuckers. Oh, Gegenstand für den Gemüsefluch. Mal gucken. Brief an Ursula. So. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Kaum ist man mal ein paar Stunden weg und schon hat sich ein Drachenritter Zutritt zum verbotenen Archiv verschafft. Thaddeus, brauche ich auch noch was. Was ist denn nichts? Ich hätte ein kleines Hexenproblem. Hab mich drüber gekümmert, nicht zu danken. Ein Hexenproblem? Ihr meint doch sicher nicht Ursula, oder? Ich hätte niemals gedacht, dass... Und es war ihr sogar gelungen, das Archiv zu betreten. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, diese drei Trottel mit der Bewachung des Eingangs zu beauftragen. Aber sie haben behauptet, dass sie der Verantwortung gewachsen wären. Unser Eindringling hat sich die drei Früchte geschnappt und sie in Gemüse verwandelt. Nun, das ist kein großes Kunststück, wenn man bedenkt, dass die Kerle sowieso nicht viel zurechnungsfähiger waren als gewöhnliches Küchengemüse. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich heiße Thaddeus und stehe euch zu Diensten. Man hat mir gesagt, dass Kommandantin Rhoda euch sprechen wollte. Das hat sie in der Tat. Zandalor hatte sie auf den eingesperrten Geist eines Zauberers angesetzt. Berlin. Sie suchte mich auf, weil ich einiges über die Geschichte Rivellons weiß. Einiges, was der Vergessenheit anheimgefallen ist. Obwohl ich geschworen hatte, darüber zu schweigen, habe ich angesichts dessen, was dieser Stadt und dieser Welt widerfährt, meinen Schwur gebrochen. Ich weiß, warum er eingesperrt wurde. Er, Berlin, Schüler des Verdammten und Veteran der Zaubererkriege. Angenommen, ich müsste Berlin finden. Wie will ich das am besten anstellen? Ich erzähle euch das, was ich auch Rhoda erzählt habe. Berlin ist in einer Höhle eingesperrt, die tief unterhalb von Aleroth liegt, unter der Akademie der Champions. Er wurde von einem Schild in Schach gehalten, jenem Schild, den Zandalor mittlerweile für den Schutz der Stadt einsetzt. Zudem ist eine Art Schloss vorhanden, das noch seinen Dienst verrichtet. Um es zu öffnen, muss man 5 Kugeln über 5 Runen platzieren. Die Kugeln befinden sich dort, aber ihr werdet ihre korrekten Positionen nicht kennen. Oh, dieses Rätsel ist herrlich. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber... Es ist ein bisschen interessantes Gerätsel. Das mag ich. Ich habe gehört, dass es 5 Personen geben soll, die um die richtige Kombination wissen. Mhm. Jede dieser Personen weiß von je einer Kugel, zu welcher Rune sie gehört. Und außer ihnen kennt niemand das Geheimnis. Dann kann auch ein Arsch sein und sich einen Guide angucken und das rausrätseln. Wer diese 5 sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber sie hatten alle etwas mit Aleroth zu tun. Wenn ihr also jeden Zentimeter dieser Stadt überprüft, könntet ihr vielleicht herausfinden, wer die 5 sind und so eurem Ziel näher kommen. Zaubererkriege? Es handelt sich dabei um apokalyptische Schlachten, die den großen Krieg wie einen Kindergeburtstag aussehen lassen. Ach süß. Mit den Zaubererkriegen hat der große Konflikt seinen Anfang genommen, der Rivellon seit Urzeiten entzweit. Der Kampf zwischen dem verdammten Dämon sowie seinen Anhängern auf der einen und ihren erbitterten Gegnern auf der anderen Seite. Ihr müsst wissen, dass damals, und das war vor tausenden Jahren, die Rasse der Zauberer, wie Zandalor einer ist, über die Welt herrschte. Doch wie es typisch ist für den Menschen, begehrten einige noch größere Macht. Sie haben die dunkle Essenz eines Schattenmonsters erweckt, ein Wesen aus unbekannten, verbotenen Dimensionen mit unbekannten, verbotenen Kräften. Es war das Chaos selbst und es vermochte zugleich zu zerstören und zu erschaffen. Doch es gab auch Zauberer, die dem Widerstand leisteten, die Katastrophe voraussahen, die mit dem Erwecken des Dämons einhergehen würde. Sie schlossen sich mit den 7 Hauptrassen zusammen und bildeten so den ersten Rat der 7. Eine starke Faust gegen die Anhänger der Finsternis. Aus dem über ein Jahrhundert andauernden Kampf ging der Rat siegreich hervor. Jene Zauberer, die sich dem Chaos verschrieben hatten, wie etwa Berlin, wurden hingerichtet. Ihre Seelen wurden in schwer zugänglichen Verließen eingesperrt. Ihre Bezwinger schworen, nie wieder über die Schergen des Chaos zu sprechen, damit die bluterfüllten Erinnerungen in Vergessenheit geraten würden. Und so ist es auch geschehen, denn niemand kennt diese Geschichte. Bis auf euch,
einige wenige Zauberer und mich. Allerdings waren die Dämonenjünger, die danach folgten, der verfluchte schwarze Ring, von einer erstaunlich großen Leidenschaft. Soviel wir wissen, hat sich das Ungeheuer in unserer Welt herumgetrieben, obwohl seine ursprünglichen Schergen in ihren Kerkern verrotteten. Der Herr des Chaos, der Dämon der Lügen, der Verdammte und jetzt Damian. Eines Tages könnte das Chaos sein volles Potenzial erreichen. Die Götter mögen uns beschützen, falls das geschehen sollte. Ich hätte frühstücken sollen, ich habe Hunger. Also ist Berlin ein Anhänger von Damian? So ist es. Angesichts der Tatsache, dass Damian jetzt die menschliche Höhle darstellt, in der der Chaos-Dämon steckt und ständig an Macht gewinnt. Ah. Ich weiß nicht, was ihr tun solltet, wenn ihr Berlin findet. Aber im Namen aller friedensliebenden Geschöpfe in unserer Welt hoffe ich inständig, dass ihr nichts Unüberlegtes tut. Nein. Hast du was von Rhoda gehört? Nein, leider nicht. Sie hatte gesagt, dass sie sich nicht mit den 5 Bewahrern des Runenwissens aufhalten und stattdessen selbst herausfinden würde, was zu tun sei. Das ist ganz bestimmt nicht gut ausgegangen. Allerdings wüsste ich nicht, wie das möglich sein sollte. Zudem dürfte sie kaum in der Akademie angekommen sein, bevor sich die Untoten erhoben haben, um Tod und Verderben über die Stadt zu bringen. Also bei Rhoda wäre ich mir fast sicher, dass die Untoten das kleinste Problem für sie sind. Um ehrlich zu sein, befürchte ich das Schlimmste für sie. Ja. Also wurde Berlin vor 1000 Jahren weggesperrt. Gute Frage. Vielleicht waren sie ja so mächtig, dass sie immer noch am Leben sind. Vielleicht haben sie auch Nachkommen. Aber ich fürchte eher, dass ihr euch auf euer Glück verlassen müsst, das euch hoffentlich zu den Spuren führen wird, die ihr sucht. Verstehe ich das jetzt richtig? Damian ist ein wachsender Dämon, der noch nicht seine volle Macht erreicht hat. Oh ja, der wahre Herr des Chaos wurde noch nicht befreit. Der schwarze Ring war nie so stark wie die Zauberer, die einst dem Herrn des Chaos dienten. Na geil! Aber der Ring hat es trotzdem geschafft, in diesem Damian seinen Geist anzufachen, der sozusagen noch auf Sparflamme lodert und jederzeit einen Großbrand auslösen kann. Das wäre ja toll. Ich weiß nicht, was genau der Dämon und seine Anhänger vorhaben, aber zweifelt niemals daran, dass sie unermüdlich daran arbeiten, ihn zurückzubringen. Wir sehen uns später. Bitte behaltet alles, was ich... Bam! Hinweis 3, 4 und 5. Oh, das in dem Guide waren tatsächlich die Quests. Okay. Nee. Missgeld. Jetzt wisst ihr also wirklich, wer ich bin, was mein Ziel ist. Der Verdammte wird herrschen, selbst wenn ich euch im Gegenzug den Göttlichen übergebe. Sucht daher nach den 5. Ich weiß, was für Spielchen sie treiben. Alles nur Rätsel. Rätsel und Runen. Drachenritter! Entreißt ihm sein Wissen, Drache. Das ist, was wir brauchen. Ich erzähle euch, er wurde von wer diese 5 sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Nein, leider nicht. Es handelt mit den Zauberern. Ihr müsst wissen, dass sie haben die dunklen doch es gab aus dem ihre Beziehung. Allerdings war der Herr des Chaos, der Dämon der Lüge. Möge der göttliche Drachenritter, seid ihr hier, um mehr über Geschichte zu erfahren? Okay, das ist... Wer diese 5 sind? Es handelt sich dabei mit den Zauberern. Ihr müsst wissen, sie haben die dunkle... Doch aus dem... Ihre... Nein, leider nicht. Um ehrlich zu sein, befürchte ich das Schlimmste für sie. Möge der göttliche... Was war das, dass ich ihm die, Gedanken gelesen habe? Well, okay. Seltsam, aber gut. Hahaha. Guck mal hier. Elfisches Alphabet. Lest euch durch, was ihr gerade gefunden habt. Und unterhaltet euch dann mit unserem blättrigen Freund. Ein weiterer den Zauber für Dämonengriff. Muahahaha. Also erstmal, bevor wir hier was anderes machen. Oh, aber da wollte ich gar nicht. Die Zauberformel auf diesem Pergament kann den Zauber rückgängig machen. Mit dem damit so. Ist euch der Dank der Gemüsewelt gewiss. So, Gemüsezauber. Also jetzt hole ich mir erstmal die Belohnung persönlich von den Leuten. Ah, gucke mal. Ich bin wieder ganz der Alte. Jetzt werde ich mich zuerst betrinken. Und dann geht's zu Madame Eva. Wie wär's mit der Belohnung? Jawohl.
bei Ursulas Hintern. Ihr habt euch das redlich verdient. Hier habt ihr den Schlüssel zur Oh, Medikamententruhe, cool. Thomas die Tomate. Seepferdchensalat. Oh, das ist auch nicht schlecht, der Ring. Was war das für ein Abenteuer? Und was für ein... Aber natürlich. Habt ihr die Truhe im Hauptraum bemerkt? Vielen Dank, Drachenritter, dass ihr uns vor dieser... Ihr wisst doch, ich habe ein Buch für euch. Selbst habe ich es nie gelesen, aber ich habe gehört, dass ein scharfer Verstand sehr von dem profitieren kann, was da... So, wir mussten natürlich erstmal noch weglooten, die Leute hier, also die Sachen. Nein! Mein Rucksack ist schon voll. Gut, dann lassen wir das, den Loot da mal stehen. Den wissen wir ja, dass er da ist. Truhe im Hauptraum, Truhe im Hauptraum. Mache ich das halt, glaube ich, die da. Die ich gerade geöffnet habe. Schlüssel knacken reicht nicht aus. Okay. Irgendwo müsste ja noch, glaube ich, eine Truhe sein. Da hat uns der andere auch ein Fertigkeitenbuch gegeben. Ja, eine Sekunde. Bin ich wieder. Das Gespräch ging, glaube ich, 2 Sekunden. Ich hätte auch normalerweise keinen Cut gemacht, aber... Ich wollte euch jetzt, ihr wusst jetzt ja nicht, wie lange das Gespräch geht. Wenn es jetzt 5 Minuten geht, dann ja, habt ihr eine 5 Minuten langweilige Scheißaufnahme. Wo hätte ich rauscutten können? Es ging um ein Plakat, was die Nachbarin von meiner Mutter an die Tür hängen möchte. Keine Ahnung, was für ein Plakat, aber